Leute, mein Name ist Epic Sun und mit dabei ist heute Kater. Hallo! Und der Teddy und die Mia sind natürlich auch da und Shildi ist auch da. Oh, hallo Shildi, da? Hallo! Und letztes Mal wurde hier unser komplettes Baumhaus weggesprengt und das Feld wurde weggesprengt und hier das Häuschen auch. Es wurde einfach alles wegen dem Fremden kaputt gemacht. Das war richtig, richtig schade. Das hat ja auch so lange gedauert, wieder aufzubauen alles. Ja, wir haben richtig, richtig lange gebraucht, das ganze Baumhaus wieder aufzubauen und die Brücke und vor allem auch das Feld. Das hat so, so lange gedauert. Und Karte, wir müssen unbedingt den Fremden fangen, weil ich meine, der kann ja jederzeit nochmal alles in die Luft sprengen. Das stimmt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo könnte der denn nur sein gerade? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der versteckt sich hier irgendwo auf der Insel und wartet. Da bist du irgendwie schlafen oder sowas und dann macht er vielleicht wieder was kaputt. Das stimmt. Oh Gott, oh Gott. Mann. Okay, wir müssen da unbedingt was machen. Das stimmt. Kater, wir müssen den Fremden unbedingt einfangen. Ja, auf jeden Fall. Okay, Kater, ich würde sagen, wir schauen erstmal beim Ei vorbei und... Oh, ist es immer noch nicht ausgeschlüpft und was macht Shildi denn da? Hey, Shildi. Ach, Mann. Oh, sie ist auf meinem Köpflein. Guck mal. Hallo. Ja, so gut. Und das Ei ist wirklich noch nicht ausgeschlüpft. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Okay. Okay, dann würde ich sagen, Kater, wir füttern ein bisschen Shildi und natürlich auch Tinti. Und oh, sie ist auf Mias Kopf geklettert. Was denn hier los? Ach, Mann. Und oh, Kater, meine Kiste hat wieder Hunger. Oh nein, warte, warte, ich habe noch ein bisschen Holz dabei. Oh, ja. Moment. So, warte, bitteschön. Dankeschön. Und? Ja, richtig süß. Okay, warte mal, was habe ich denn hier drin? Und, Moment mal, ich habe hier ganz und gar nichts drin, Kater. Ich habe Fichi dabei. Ich habe immer Fichi dabei. Bitte, sehr gut. Und bitteschön, Tinti, guten Appetit. Okay, Kater, da hole ich hier ein bisschen Zuckerrohr und fütter natürlich auch Shildi. So, zack, 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 das nehmen wir alles mit. Shildi, wo bist du denn? Oh, da hinten ist Shildi. Guck mal, Shildi, was wir für dich haben. Und bitteschön, Shildi, guten Appetit. Guten Appetit. Okay, da hole ich hier auf jeden Fall noch ein paar Möhrchen mit. So, zack, zack, zack. Richtig, richtig gut. Okay, Kater, warte mal. Jetzt habe ich 4 Kartoffelchen und 18 Karotten. Ich würde sagen, die Kartoffeln mache ich mal in den Ofen und mache aus meinem Weizen noch ein bisschen Brötchen. Oh, das ist eine gute Idee. Dann gehe ich nochmal hier den Rest wieder bepflanzen. Zack, zack, ja. Zack. Dass es auch wieder schön aussieht, das Feld. Das ist sehr gut. So, ich habe jetzt auf jeden Fall 7 Brötchen und jetzt mache ich natürlich auch die Kartoffeln hier rein und hier kommen Kartoffeln rein und warte mal, Kater, haben wir noch Kohle? Ich glaube, wir haben keine Kohle mehr, aber dafür kann ich einfach einen Lava-Eimer nehmen und den einfach in den Ofen setzen und zack. Und ja, sehr gut. Das ist nice. Und Kater, wir müssen uns irgendwas überlegen, na, wie wir den Fremden einfangen. Ich meine, wir haben jetzt schon eine Falle an den Strand gesetzt bei unserem Wachturm, aber da ist er dran vorbeigelaufen, weißt du noch? Ja, stimmt. Warte mal, Kater, vielleicht haben wir noch ein paar Fallen oben im Baumhaus. Vielleicht können wir die auch noch setzen. Und wenn wir da mehr Fallen gesetzt haben, vielleicht läuft er dann in eine rein. Moment mal, Kater, wo haben wir denn hier die Fallen? Hm, oh, hier, guck mal, Kater. Ich habe 64 Fallen. Warte mal, ich gebe dir mal die Hälfte. Bitteschön. Dankeschön. Und die Fallen können wir jetzt auch an den Strand bauen. Und da können wir uns in den Wachturm setzen und können vielleicht noch mal warten, bis der Fremde vorbeikommt. Ja, auf jeden Fall. Oh, sehr gut. Und, oh, hallo Mia, da? Hallo. Hallo, das ist so süß. Okay, Kater, dann würde ich sagen, wir gehen zum Wachturm und setzen da auf jeden Fall die ganzen Fallen hin. Okay. Okay, Kater, guck mal, das ist die Falle, die wir schon platziert haben. Und ich würde sagen, wir platzieren alle 2 Felder noch eine Falle, okay? Guck mal, so, zack, 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 zack. Ja. Und ich glaube, wenn der Fremde hier drüber läuft, dann musst du hier in irgendeine Falle reingehen. Kater, wie viele Fallen hast du noch? Ja, noch 20 circa. Oh, sehr gut. Ich habe nur noch 8. So, zack, dann setze ich hier noch eine hin. Dann kommt hier noch eine hin. Das ist so ein großes Gebiet tatsächlich. Das ist richtig gut. Und ich glaube, Kater, der Fremde geht hier auf jeden Fall in eine Falle rein. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, so, zack, guck mal, wie viele zack. Das einfach sind. Ja, stimmt. Und ich habe keine Fallen mehr, Kater. Guck mal, ich gebe dir mal die Hälfte von mir oh, noch. Ja. Oh, danke schön. Sehr gut. Okay, warte mal. Dann setze ich hier natürlich noch eine Falle hin. Und hier kommt noch eine hin. Das ist richtig, richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Oh Mann, wir müssen die damit schnappen, oder? Ja. So, da kommt hier noch eine hin. Jetzt habe ich nur noch eine. Und die letzte kommt hier hin. Sehr gut. Okay, Kater, das sind auf jeden Fall richtig, richtig viele Fallen. Das sieht richtig cool aus. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück in den Bunker und können da vielleicht noch ein paar Schafe scheren oder vielleicht noch ein bisschen Fleisch holen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Okay, zack, zack, zack. Ab runter zum Bahnhof. Das ist wirklich so cool hier. Kater, hast du vielleicht ein paar Minecarts für uns? Ja, ja, auf jeden Fall. Warte, ich habe welche in meiner Kiste. Oh, sehr gut. So, 3 Minecarts. Eins oh, für dich. Dankeschön. Eins für Teddy. Eins für... Oh, ich habe noch eins vergessen. Warte, eins für Mia. Und eins für mich. Oh, sehr gut. Okay, Kater, dann würde ich sagen, du darfst zuerst fahren. Ja, hier nochmal. Oh, und dankeschön. Los geht's. Tschüssi. Und jetzt darf Teddy fahren. Und tschüss, Teddy. Ich schieb dich ein bisschen an. Und jetzt komm ich. Zack, 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 zack. Oh, das sehr ist richtig gut. Cool. Und gleich bin ich da, Kater. Hallo, na? Hi. Da, sehr gut. Und da ist auch Mia und Teddy. Hallo, ihr beiden. Und Achtung, Teddy. Und blub. Sehr gut. Sehr nice. Oh, wie cool. Okay, da kann man hier umsteigen und hier in Minecraft rein. Und let's go. Zack, zack, zack. Oh Gott, da falsche Richtung. Ah. Oh,
Und zack, da sind wir schon beim Bunker. Das ist so cool gemacht tatsächlich. Das ist richtig gut. Dann kommt hier das Minecart rein und dann können wir in den Bunker gehen. Okay, Carter, warte mal. Da würde ich sagen, wir ernten hier ein bisschen das Feld. Guck mal, zack, 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 zack. Da holen wir die ganzen Karottchen hier mit. Richtig, richtig gut. So, die pflanzen wir natürlich hier nach. So, 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 so. Und ja. Und hier hinten können wir natürlich auch das ganze Weizen mitnehmen. Da können wir auch so viele Brötchen dann draus machen, Carter. Das ist richtig, richtig gut. Stimmt, das ist richtig praktisch so. Warte, ja. Ich gehe hier nochmal ein bisschen was nachpflanzen. Zack, zack. Oh, ist sehr gut. Hier wird natürlich das ganze Weizen geerntet. Das ist richtig, richtig gut. Carter, hast du zufällig eine Schere für mich? Oh, warte, ich gucke in meiner Kiste. Oh, ist sehr gut. Und? Oh, die Kiste ist so süß mit den Äuglein. Richtig niedlich. Oh. Oh, ich kann meine Kiste gar nicht öffnen. Sie hat Hunger. Da, oh, Moment mal, Carter, warte mal. Ich habe ein bisschen Holz für dich. Guck mal, bitteschön. Da, richtig, richtig süß. Okay, so, jetzt gucken wir mal. Ja, ich habe zwei Scheren sogar dabei. Oh, sehr gut. Okay, warte, ich habe hier einmal eine Schere für dich. Dankeschön. Und eine für mich. Warte, Teddy, willst du auch eine haben? Yeah. Ja. Oh, wie süß. Bitteschön. Oh, ist sehr gut. Und jetzt können wir die Schafe scheren. Guck mal, Carter, jetzt haben die ganzen Schafe keine Wolle mehr. Guck mal, wie das aussieht. Hallo. Da, richtig Hallo. Gut. Ich habe jetzt 6 weiße Wolle und eine schwarze Wolle. Sehr gut. Nice. Okay, Carter, da würde ich sagen, wir gehen wieder zurück zum Wachturm und warten dann einfach, bis es dunkel ist. Und vielleicht tappt da der Fremde in unsere Fallen rein. Oh, stimmt. Okay, wollen wir dann einfach wieder zurückfahren? Ja, das ist eine gute Idee. Guck mal, zack, da kommt das Minecart, da kann ich einsteigen und tschüssi. Tschüss. Da, richtig gut. Und zack, 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 ab zurück zum Wachturm. Zack, 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 zack. Das macht so Spaß, einfach diese Bahnstrecke. Das stimmt. Und zack, hier ist das Minecart kaputt gegangen und da kann ich es hier setzen und tschüssi. Da, Moment mal, du hast mich ja überholt. Ja, ich habe meins mitgenommen. Da, sehr gut. Oh, guck mal, Carter, gleich sind wir schon wieder da. Und ich komme auch gleich. Und Achtung. Und zack. Oh, ist sehr nice. Okay, sehr gut. Dann kommen wir einfach wieder hoch und können gucken, wann der Fremde auf die Falle tappt. Oh, sehr gut. Und oh, hallo, Schildi. Was machst du denn hier oben? Guck mal, Carter, hier oben war die ganze Zeit Schildi. Oh, Schildi, da. Was machst du denn hier? Sehr süß. Oh. Okay, oh, Teddy ist auch da. Richtig gut. Okay, Carter, da würde ich sagen, wir gehen hier oben aufs Dach und warten einfach, bis es dunkel ist. Und vielleicht kommt dann der Fremde vorbei. Ja, das wäre so perfekt, wenn wir den endlich mal fangen würden. Ja, das stimmt. Oh, guck mal, Carter, es ist jetzt wirklich schon richtig, richtig dunkel. Und warte mal, ich schau mal. Vielleicht läuft hier der Fremde entlang. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, Moment mal, Carter. Da ist der Fremde wieder. Oh, oh. Tatsächlich. Oh, Moment mal. Er läuft genau dahin. Ich glaube, der hat die Fallen gesehen, oder? Moment mal. Der läuft da außen rum, oder? Ja, tatsächlich. Und oh, Moment mal. Wir haben ihn gefangen, Carter. What? Der Fremde ist in der Falle drin. Das ist ja richtig nice. Warte mal. Wir müssen schnell da runtergehen. Oh, oh. Das ist ja richtig, richtig nice, Carter. Guck mal. Wir haben den Fremden gefangen. Hallo, da. Oh, oh. Hi. Der sieht ja richtig böse aus, Carter. Hallo, da. Oh, Moment mal. Der sieht ja richtig, richtig böse aus. Oh, der will hier raus, glaube ich. Oh, der ist richtig böse, Carter. Pass bloß auf. Oh, oh. Oh nein, aber es ist richtig gut, dass wir ihn endlich eingefangen haben. Er kann nie wieder unser Baumhaus abfackeln oder so. Ja, stimmt, das ist richtig, richtig gut. Und guck mal, Carter, der kommt da ganz und gar nicht mehr raus. Na, du Fremder? Och, Mann, und der ist wirklich richtig böse. Aber Carter, was sollen wir denn jetzt mit ihm machen? Ich weiß es nicht. Oh, oh. Wir müssen irgendwie gucken, dass er auf jeden Fall nicht mehr irgendwie uns was antun kann. Ja, das stimmt. Ich meine, wir können jetzt auch nicht einfach freilassen, Carter, weil der ist wirklich richtig böse. Und oh, Moment mal, der hat da Feuerzeug in der Hand. Was denn hier los? Hey! Oh, oh, oh. Gott. Der ist richtig böse, Carter. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt den Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Carter vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.